Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ihr fragt euch bestimmt, warum hier keine Facecam an ist. Damit es einfach besser aussieht, ja? Weil hier einfach mal so eine Facecam. Naja. Heute war ich. Heute wollte ich euch zeigen, wie ihr ganz coole Bilder zeichnen könnt. Ganz einfach. Mama. Und sehr simpel. Dafür braucht ihr 100 Gramm Mehl. Dafür müsst ihr erstmal hier auf Dokument Wordpad gehen und dann hier auf Paint-Zeichnung gehen, dann öffnet sich hier dieses Fenster, macht hier erstmal Vollbild und dann macht ihr erstmal das Bild so groß wie es geht. Also, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr ein perfektes, also wie ich mein Abspann-Logo hinbekommen habe. Dazu brauche ich 100 Gramm Mehl, 3 Eier, 1 Liter Milch. Ja, das habe ich mit diesem Programm gemacht. Und heute wollte ich euch zeigen. Also, hier gibt es verschiedene Vorhaben, aber komischerweise. Moment, wir gehen jetzt. Bis gleich. Aber komischerweise kein Kreis, nur oval. Gab es da den Kreis überhaupt schon? Wer weiß. Also, dafür müssen wir nur auf Linien drücken. Normal. Aber dann, Strichstärke ganz dünn. 3 Pixel. 5 Pixel. 8 Pixel. Ich nehme immer 8 Pixel, damit es besser aussieht. Weil so dünne Linien. Also für das Logo. Ihr könnt auch natürlich andere Buchstaben, anderes Zeichen. Ich zeige euch jetzt nur mal das. Und ja. Dafür wählt ihr diesen Strich aus, als Linie. Dann macht ihr erstmal hier so einen geraden Strich. Und hier. Ihr seht, dass es gerade ist, weil. So. Da sind so Ecken drin. Das verrät es euch schon. So ist gerade. Und dann drückt ihr ganz kurz Linksklick oder Rechtsklick hier irgendwo drauf. Aber auf jeden Fall nicht auf den Strich, weil. Ja. Okay. Und jetzt macht ihr das gleiche hier unten. Ja? So. Und wenn ihr da was gemacht habt, was ihr nicht wollt, müsst ihr es nicht direkt wegradieren. Geht ihr einfach auf rückgängig. Es geht auch mit STRG und 7. Naja. Und für das M brauchen wir erstmal das hier. Ich zeige euch warum. Weil da sind die Abstände gleich. Ja. Dann macht ihr erstmal hier so einen Strich. Und dann. Wisst ihr was, Leute? Ich zeige euch einen kleinen Trick. Nee. Geht das nicht. Also. Dann macht ihr. Nee. Davor müsst ihr erstmal die andere Kante wählen. So. Und jetzt müsst ihr so vom Augenwinkel her hier die Linie einzeichnen. Und dann hier so ein Dreieck machen. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Und dann hier drunter
mach dir dann so eine Linie, so ungefähr in diesem Maß. Da habe ich jetzt nicht von unten angefangen, so dass es auf der Höhe hiervon ist. Ja? So. Das gleiche auf der anderen Seite. So. Ach. So. Und dann macht ihr wieder das gleiche wie oben, nur hier unten. So. Dann ist es. Ja. Dann ist es eigentlich schon fertig, aber. Ich habe nicht direkt in der Mitte gemacht. Das war überhaupt nicht in der Mitte. Also mache ich die Linie nochmal weg. Und dann mache ich, dass es mal so einigermaßen in der Mitte ist. Das M. So. Wieder auf Linie. Okay, das war sehr blöd. So ist doch gut. So. Dann ist das M in der Regel schon fertig. Jetzt müsst ihr nur noch hier auf Radiergummi gehen. Ja. Und dann das hier wegradieren. Das mache ich und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich weiß nicht, wie man das Radiergummi vergrößert. Aber, ja. Bis gleich. So, Leute. Und, ja. Es ist in der Regel schon fertig. Ganz fertig. Und, hier. Bei Größe ändern. Könnt ihr zum Beispiel hier horizontal mache ich mal daraus eine 10. Vertikal eben so eine 10. Okay. Und mit dem Mausrad könnt ihr halt so machen. Da sieht es schon viel cooler aus. Ja, ich bekomme das jetzt nicht so aufs Bild, aber. Ja. So ist es doch gut. Also. Und um daraus jetzt so ein Bild zu machen, drückt ihr Windows und G. Dann wird sich hier so ein kleines Fenster öffnen mit hier Widget-Menü, Audio, Aufzeichnen, Leistungen, Xbox Sozial, Durchklicken, Aktivieren und Einstellungen. Ja, dann geht ihr auf Aufzeichnen. Dann öffnet sich hier so eine Kamera. So, wiederholen. So, Aufzeichnung. Und Mikrofon an und aus. Und hier Screenshot erstellen, also bei der Kamera. Drückt ihr einmal drauf. Und ein Screenshot wurde erstellt. Ja? Macht ihr einen Doppelklick da drauf. Und dann ist hier so eine Auswahl. Ich hatte es hier schon gemacht, aber nicht so. Dann macht ihr Rechtsklick auf das Bild. Öffnen mit. Ausschneiden und skizzieren. Ja? Hä? Ist ja im Prinzip das gleiche. Aber egal. Dann geht ihr hier auf Bild zuschneiden. Und dann könnt ihr hier das hier und das hier wegmachen. Dann drückt ihr hier auf Anwenden, Eingabe. Dann hier auf Speichern unter. Ich mach mal hier Mo Speichern. Ja? Dann ist das hier gespeichert. Aber ohne das hier und das hier. Dann könnt ihr es ganz einfach in Sony Vegas
verwenden. Ich zeige es euch mal kurz. Vegas Pro 17. Öffnen. Ja. Ich zeige es euch mal kurz. Und ja. Das ist halt dann mein Hintergrundbild. Des Abspanns. Gut. Dann haltet ihr Linksklick da drauf und dann lasst ihr hier los. Ja? Und dann öffnet sich hier schon das Fenster. Macht ihr auf Position Zuschnitt. So. Ja, dann ist es in der Regel schon fertig. Und um einen anderen Hintergrund zu machen, könnt ihr hier noch hier auf diesen Farbeimer gehen, hier eine Farbe auswählen, ich nehme mal hellgrün, Hintergrund. Ja. Und, aber hier bei Sony Vegas könnt ihr natürlich auch bei VideoFX Chroma Key draufziehen. Drückt ihr erstmal wieder da drauf. So. Farbe auswählen, nehmen wir die so. Naja, aber ich sag's euch, das direkt zu machen, ist viel besser. Naja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir nicht einen Daumen hoch und ein Abo da. Dann würde mich sehr, sehr freuen. Tschö mit Mö. Und jetzt bei Abspann seht ihr noch das Logo.